In Deutschland entwickelte sich der Volkswagen Karmann Ghia in den 60er, 70er Jahren zu einem Verkaufsschlager. Während seiner Zeit dieser kleine spritzige Sportwagen mit Käferbasis häufig auf den Straßen zu sehen war, war der Volkswagen Karmann Ghia TC 145 in unseren Breitengraden so gut wie unbekannt. Denn der TC 145 mit dem formschönen Fließheck wurde ab 1970 ausschließlich in einem Werk vor den Toren der Industriemetropole São Paulo gebaut und war für den südamerikanischen Markt bestimmt. Zwischen 1970 und 1978 wurden von dem Fließheck-Coupé immerhin 18.000 Exemplare hergestellt. Ein Exportverbot verhinderte, dass das Modell nach Europa verkauft wurde. Lediglich ein Fahrzeug, das in Brasilien angemeldet und im Privatbesitz war, durfte von dem Eigentümer bei seinem Umzug ins Ausland mitgenommen werden. So hatte der ein oder andere TC 145 seinen Weg nach Deutschland gefunden. Ein Volkswagen TC Oldtimer ist in unseren Breitengraden dadurch natürlich deutlich seltener als manch prestigeträchtiger Klassiker. Anders als der Karmann Ghia, der auf einem Käfer aufgebaut ist, wurde der Volkswagen Karmann Ghia TC 145 auf der Basis des Volkswagen Typ 3 aufgebaut. Im Heck arbeitet ein 1,6 Liter Flachboxermotor mit 52 PS Leistung. Das verleiht dem Fließheck-Coupé ein südamerikanisches Temperament und bietet Fahrspaß pur. Der Innenraum ist eher spärlich ausgestattet. Hartplastik als Armaturenbrett und Türverkleidung. Eine Heizung fehlt völlig. Verständlich, denn wozu bräuchte man diese in Brasilien? In Deutschland sind rund 6 Exemplare des Volkswagen Karmann Ghia TC 145 bekannt. Ein weiteres Fahrzeug soll noch in Dänemark angemeldet sein. Das war es aber auch schon in Europa.